Oh Gott. Komm, das machen wir jetzt noch. Oh nein, wir hätten so viele Punkte haben können. Oh, das ärgert mich so zutiefst. Wisst ihr, wenn die jetzt wieder Punkte machen, dann hängen wir wieder hinter denen her. Heute versuchen 3 Punkte zu holen. Ja, wir haben aber beide keine Punkte geholt. Und wenn niemand will unsere Spieler haben, ist eben so. Zusätzliche Optionen im Sturm. Sergio Aguero. Diego da Costa. Ja, Aguero. Ah. Machen wir jetzt nämlich noch eben schnell die Transferperiode, und dann können wir noch mal einen Blick auf die Tabelle werfen, wie keiner unsere Spieler haben will, ne? Das ist echt so krass. Oh, und ich würde den Verein verlassen. Ja, ich will den aber jetzt verkaufen. Checkt ihr es nicht? Weil dann gehen die, oh, das Köln. Oh, das Köln. Gegen die haben wir so ein starkes Spiel gespielt. Wenn es wieder regnet, dann das natürlich ein Happen. Jetzt gehen die alle einfach so vertragslos ins Nichts. Das ist doch nicht mehr wahr, weißt du? Da kriegen wir einfach keine Knete für die ganzen Idioten, und die verpissen sich quasi. Gott. Ihr seid scheiße, dass ihr sowas macht. Aha, ist ein Transferangebot gewesen. Da ist ein Transferangebot. Oliver Petasch. Den will ich eigentlich gar nicht verkaufen. Bei 450.000. Ja, komm. Petersch ist zwar schnell, aber der war auch nie wirklich stark an Cottbus. Ja. Und ich würde den Verein verlassen. Ja, toll. Dynamo Dresden, die haben sich schon geeinigt. Ihr wollt mich doch alle voll verarschen. Ich könnte jetzt auch einfach denen so viel Geld geben und dann die wieder hochschieben. Dann könnt ihr mich nämlich mal kreuzweise. Na egal, wir können uns vielleicht noch einen Spieler holen. Ein Links-Mittelfeldspieler wäre supi. Fällt mir da gerade irgendeiner ein? Fällt euch da einer ein? Mir gerade irgendwie nicht. Dementsprechend guck ich mal kurz Google, FIFA 14. LM-Talente. Talente. Boah, ich sitze richtig weit weg. Ja, nicht so die super teuren Spieler. Oh, mir fällt gerade kein Linksmittelfeldspieler ein, ne? Oh, der Spieler ist, glaube ich, verkauft worden. Ja, wir müssen uns gerade mal einen Linksmittelfeldspieler überlegen. Spieler verkauft. Warum sehe ich da von unten so wenig? Krieg ich überhaupt Geld für den? Wollen die mich eigentlich verjucken? Hä? Die 350.000 habe ich gar nicht bekommen. Ich sehe es doch unten bei Transferbudget. Doch, jetzt. So. Boah, wer fällt in euch ein? Ohne Scheiß jetzt. Gucke ich gerade mal nach. Das sind Spieler, ich habe hier nur Spieler gerade gefunden, die mir so direkt... Shana Erkin! Wobei, für den haben wir im Leben nicht genügend Asche, um den zu verpflichten. 25.000, ich brauche 25.000. Oh, das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Wir müssen unbedingt noch irgendwas verkauft bekommen. Kommt schon, ihr müsst die Spieler kaufen von mir noch. Shana Erkin. Bitte, 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 komm zu uns. Du wärst voll das große Talent. Ich hab halt das Geld dafür einfach mal nicht. Ich gebe dir 12.000, 10% Torprämie und essentieller Stammspieler. Komm schon, bitte, 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 bitte. Shana Erkin, das wäre richtig genial, wenn der kommen würde. Wir müssen unbedingt nur einen Spieler verkaufen. Unbedingt nur einen Spieler. Oh, Leute, dann hätten wir zwei Typen. Dann hätten wir den Töre und den Erkin rechts und links. Aber wir müssen unbedingt noch wen verkaufen.
könnten noch... Sarah Schönfeld, Symbolo könnten wir noch in die Mülltonne schmeißen. Ja, komm. Symbolo. Transferliste. Blub. Er ist alt. Pff, braucht keiner. Platens. Torwart brauchen wir. Wobei, wir haben 4 Torhüter. Komm, der ist 30. Der ist 30. Wir brauchen Geld. Transferliste setzen. Hopp. Kauft unsere Leute. Fiesler, Rima. Rima behalten. Genau, den habe ich ja für so teuer Asche gekauft. Inzwischen bin ich ehrlich gesagt total unzufrieden mit dem. Dann können wir den ja wieder zum Vertrag anbieten. Ist das nicht schön? Kommt schon. Kauft mir einen Leute. Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen. Die werden hier zum Supersporttarif rausgeschossen. Einer dürfte noch reichen. Oder zwei. Bitte, bitte, bitte. Oh, ihr seht die Zeit gar nicht runter. Geht doch jetzt. Kauft meine Spieler. Kauft meine Spieler. Kauft meine Spieler. Boah, Alter, nein. Komm schon. Bitte, 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 bitte kauft meine Spieler. Transferangebote. Alter, wir haben die 10% nicht. Kauft doch meine Spieler, bitte. Ich hab das nicht. Kommt schon, ihr müsst meine Spieler kaufen. Das ist doch scheiße. Warum kauft denn keiner die Spieler, die ich habe? Die sind doch nicht... Alter, die sind super günstig. Klar sind die alle für den Arsch, aber die sind günstig. Kommt schon. Kauf. Kauf. Spieler. Kein Transferangebot. Doch, doch. Alter, wir haben das Geld für den nicht. Mann, kauft doch irgendeinen Spieler von uns. Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr keinen kaufen wollt. Boah, ich könnte so kotzen, ne? Oh Gott, Position, Mittelfeld. Da müssen wir halt mal so gucken. Wir brauchen unbedingt einen Linksmittelfeldspieler. Unbedingt. Kommt schon, da muss doch noch, wenn irgendwas da... Boah, Dirk Hoyt wäre auch natürlich geil. Was kannst du, Michalski? Antritt, Sprint, Geschwindigkeit. Du hast auch tolle Werte. Du hast auch tolle Werte. Wie viel willst du haben? Der ist auch richtig gut, der Pole. Auch 25.000. Boah, nein, ihr macht mich krank. Komm schon. Du bist ein alter Sack. Alter, hier sind so richtig die alten Leute drauf. Chana Erkin. Ja. Schwedische Nationalmannschaft. Hat er da... Lol, ist der schnell. Der ist auch richtig, richtig gut. Jimmy Dumas. Oh, der ist auch richtig, richtig gut. Oh, der wird so teuer. Oh, 20.000. 15.000. Kriegst 20% von uns und essentieller Stammspieler. Ja, ja. Da muss doch nur irgendeiner von mir gekauft werden. Boah, der wäre so gut. Lol, Ladislav Krilic. Nee, der wäre nicht so meins. Was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Noch. Die mit Bildchen sind immer so Leute, wo man sagen kann, ja, die können was. 23 Jahre jung. Nee. Ich hab die Wunschspieler von mir. Kommt, kauft irgendeinen von mir. Bitte, 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 bitte. Irgendeinen. Ihr müsst doch nur irgendeinen von den Säcken kaufen. Es gibt so viele von mir. Kauf irgendwas. Das macht mich so krank, ne? Jetzt kriegen wir keinen von denen. Mann, uns fehlt so wenig Geld. So wenig. Wir haben ey, wir kriegen die nicht verkauft und dann kommen wir zweimal Gegenangebot. Ey, wir kriegen die... Unsere Spieler sind so schwach. Das ist echt so krass. Boah, wir kriegen die nicht weg. Boah, das ist so schlimm. Das ist so schlimm mit denen. Boah, das ist echt krass.
Gott, kriegen die nicht weg, weißt du? Das ist so scheiße, dass wir die einfach nicht wegbekommen. Ach, freie Spieler doch nicht, nein! Beliebig! Oder zu verleihen oder irgendwas. Ja, aber das ist echt krass. Nein, nicht auf der Transferliste. Boah. Mache ich jetzt noch. Ich habe die Zeit gar nicht mehr im Auge. Super geil. Sehe es hier noch. Oh Gott. Kabel. Drauf da. So. Auch nicht auf der Transferliste. Zu verleihen. Ja. Komm, da müssen noch ein, zwei Talente bei sein. Wenn ich mir wieder was ausleihen muss. Oh, Chana Erkin ist so teuer, ne? Da würden mir ja nicht nur Chana Erkin einfallen. Oh, kennen wir irgendwas hiervon? Dani Garcia. Da war ein guter Juve-Spieler bei. Erich Berko. Haben wir denn da Austria, Toulouse, Norwich City? Ich glaube, der könnte ein Talent sein. Boah, der ist aber nur schnell. Kamarofe. Wir kriegen echt keinen Spieler los, ne? Sieht's eigentlich mit dir aus? Du hast doch gegen uns sogar gespielt, wenn ich mich nicht irre, oder? Olivier Pranjic. Wo spielt denn der bitte? Oh, mir fällt so überhaupt kein junger Linksmittelfeldspieler ein, wisst ihr das? Das ist echt übel. Boah, ist der schnell. Ach, der ist Linksflügel. Ah. Linksflügel. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Hey, wir kriegen die Spiele einfach nicht verkauft. Oh Gott. Was ist denn in der Bundesliga so am Start? Welches Team? Oh, wer hat denn einen guten Linksmittelfeldspieler, den man sich holen könnte? Gehen wir mal bei den Bayern gucken. Fällt mir jetzt gerade nicht mehr sonstig was ein. Dementsprechend mal bei den Bayern vorbeisneaken und irgendwas ausleihen. Oder bei Barcelona irgendwas ausleihen. Oh ja, Franck Ribéry ausleihen. Top-Idee. Der ist der Einzige, weißt du, wie die nicht? Mitchell Weiser. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre auch eine Möglichkeit. Kann der noch so viele Positionen spielen? Würde Töre nach links gehen? Denn der noch? Links Mittelfeld. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Ich würde ihn gern leihen. Der hat eine gute Ballkontrolle. Und eine gute Geschwindigkeit. 8000. Ja, ganze Saison. Ja, ja, ja. Her damit, her damit, her damit. Wenn wir schon nichts verkauft bekommen, so können wir wenigstens dann ein bisschen zucken, warten, bla bla bla. Bis wir den da annehmen. Wenigstens eine Chance. Nein. Nochmal. Ja. Ach, Köln gewinnt 3:0. Köln gewinnt 3:0. Damit sind die von uns weg. Kauft einen Spieler von uns. Ich kann mir Chana Erkin holen. Boah, das ist so übel, ne? Das ist das letzte Mal, dass ich jetzt drücke. Und dann hole ich mir den Jungen. Weil wir kriegen ja nichts verkauft, dementsprechend Angebot angenommen. Wir kriegen ja sonst keinen. Dementsprechend nehme ich lieber Mitchell Weiser, zukünftiger deutscher Nationalspieler. Und hole mir den in die Mannschaft hinzu. Als hier irgendwie irgendwas nicht wegzubekommen und dann auf den ganzen Idioten zu sitzen. Kauft nämlich keiner unserer Spieler. Ihr seht's. Nein. Komm, FIFA. Komm. Schaffst das. Brav. Da. So. Ich bin
bin gerade am überlegen, ob das nicht schon, ob ich die Transfers hier nicht in eine Folge gepappt habe. Vielleicht habe ich das. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen Spieler, mit dem wir noch mitagieren können. Mitchell Weiser. Aber der müsste eigentlich... Da ist er doch schon. 66. Opti. Keine Stärke, keine Ausdauer. Yeah, genauso will ich das. Voll unnötig, Stärke und Ausdauer. Hier. Stärke von Schönfeld und Ausdauer natürlich ein bisschen höher. Aber wenn man sich dann Ballkontrolle anguckt, weil die sind in etwa gleich eigentlich. Aber mal ausprobieren. Eine andere Arbeitsrate. Vielleicht mal eine Chance. Ja, Mitchell Weiser. In die Startelf gepappt. Da haben wir uns direkt die nächste Leihe geholt. Wenn die nächste Saison kommen, habe ich theoretisch schon so zwei, drei Ideen, welche Spieler wir uns holen könnten. So, Top-Transfer ist weiter. Suarez ist wirklich zu den Bayern gegangen. Oh Gott. Oh, was? Da steht jetzt einfach nur, wie viel Geld in der Transferperiode ausgegeben wurde. Ja, wir gehen mal bis zum Köln-Spiel. Die haben ja leider gewonnen. Das heißt, wir rutschen nicht an denen vorbei, wenn wir gewinnen. Sondern kommen eher nur an ihre Nähe. Das ist ein bisschen blöd. Aber ist halt so. Ihr seht die Tabelle. Alter, nein. Nein, wie wir 3 Punkte weg sind. Wie wir das einzige Team sind, was nicht gewonnen hat. Ah. 3 Punkte, 5 Punkte auf den Tabellenzweiten. Ja, wir hätten da einen Sieg gebraucht. Wir haben 4 Punkte, Union und dann Pauli. Ich habe übrigens schon weiter gedrückt, Symbolo vor dem Abschied. Ach, hör mir auf mit dem. Ein schwarzer Tag für Frankie. Frankie Symbolo. Ich glaube, die Transfers habe ich echt in eine Folge gepappt. Etwas kürzere. Ich denke schon, dass ich das so gemacht habe. Weil das passt dann einfach ganz gut. Habe ich dann irgendwo einen Schnitt gemacht und dann... Bundesliga-Vorschau, was die kommende Partie angeht, bist du nicht gesetzt. Weil du mir nicht gefällst. So, mit einem Sieg sind wir punktgleich mit den Kölnern. Können dann wegen der Tordifferenz, glaube ich, einen Punkt... Ah, fuck, die haben so eine üble Tordifferenz. Ja, scheiße, da kommen wir natürlich nicht vorbei. Alter, Kaiserslautern hat schon seine 19. Partie. Führt auch, gewinnt nicht. Das heißt, wir kommen theoretisch wieder an 2 Punkte ran, eventuell. Cottbus, 3 Punkte direkt vor uns. Schlechtere Tordifferenz. Das wäre schön, wenn Cottbus da verlieren würde. Und dann Köln, wir spielen halt direkt gegen Köln. Alter, wie die einfach mal mehr Siege haben. Danach kommen wir schon mit 7 Siegen. Das ist nämlich nach Cottbus, Köln, Greuther Fürth und Kaiserslautern die zweithöchste. Wir haben dafür 10 Unentschieden. Ja, wir haben 17 Spiele nicht verloren. Das ist doch auch immer eine ganz schöne Sache. Aber ein paar mehr Siege gegen VfR Aalen. Ja, Regenpartie. Ist halt blöd. Spieler des Monats bekannt geben. Das interessiert mich. Wer ist denn bei uns Spieler des Monats geworden? Butschmann. Ne, Buchtmann natürlich. So, nach einer Transferfolge werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Weil, komm, wir schauen noch, was die Leute da gesagt haben. Kann ich wenigstens alles in einen Abwasch machen. Können wir direkt die nächste Folge nämlich direkt losballern. Ja, 78 Millionen ausgegeben. Das ist übel. Schauner Erkin teuer. Bla, bla, bla. Nachricht von Spieler. Sie kommen durch. Ich habe Spaß am Fußball. Hab gut gespielt. Bla, bin nicht in der Startelf. Warum? Mitchell Weiser, schnell. Mal schauen, vielleicht spielen wir doch mit Schönfeld in der Startelf. Ich weiß noch nicht, ob Mitchell Weiser dann als Ersatzspieler. Ich bin mir noch nicht so sicher, aber Mitchell Weiser bestimmt eine gute Alternative. Und damit verabschiede ich mich erstmal von euch. Gehe auch hier noch zurück. So, gegen die Kölner geht's. Union Berlin hat sogar schon gespielt. Sauber, Pauli auch. Das heißt, wir bleiben Minimum 4 Punkte weg. Yes! Minimum 4 Punkte weg. Union, Pauli und Düsseldorf haben schon gespielt. Also wenn wir gewinnen, sind wir 7 Punkte weg von Tabellenplatz 6. Das ist doch geil. Na egal. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schaltet auch morgen wieder rein, wenn es wieder heißt FIFA 14. Karrieremodus auf Legende mit mir, dem Nefkara. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein, Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.